Das Internet, die wissen es alle. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge DBD. Ich habe hier Doritos. Hilfe, ich werde dazu gezwungen, mit dem Typen hier DBD zu spielen. Oh. Stimmt gar nicht, weil ich selber keinen Bock auf DBD habe. Ist ein Clown. Tsukuyo... Was? Tsukuyogami. Wahrscheinlich der einzige Killer, den ich überhaupt nicht spielen kann. Clown. Weil es für Clown einfach keinen Konter gibt? Ja. Weil Clown auch keine Stärken hat? Er hat nur Stärken. Okay. Ja, aber er hat so wenig unrelevante Stärken, dass er halt keine Schwächen hat. Weißt du, was ich meine? Naja, der Slow ist halt nicht. Also es ist quasi so, als würdest du ein MOBA spielen, aber alle Rollen gleichzeitig spielen. Und dann machst du einfach nur so Allrounder-Taktik. Aber du bist nichts Ganzes und nichts Halbes. Du bist eigentlich nur Shit. Hey, da wollen wir mal League spielen. Eine Runde aufnehmen. Würde ich nicht aufnehmen, würde ich dich jetzt beleidigen. Aber du brauchst das Geld und die Werbung. Genau, das Geld und die Werbung brauche ich. Diese 3 Cent. Oh, hier ist ein... Hier ist ein aktives Totem. Weißt du, was noch hier ist? Der Clown. Im Basement ist eine lila Toolbox. Tsukuyogami! Soll man dich heilen? Scheiße, das kann der vergessen. Wo ist der? Scheiße. Hey, ich hab's Beste probiert. Viel Spaß, David. Fällt mir ein, ich muss Leute heilen. War doch David, oder? Ich hab mir den. Nächste Runde ist ein Healer-Bild drinne. Also ich gehe jetzt endlich dieses Cursed Totem machen, das ich gesehen habe. Das wurde doch gerade gemacht. Das hier vorne, wo ich den Typ abgegangen habe. Nee, da. Es wurde auf jeden Fall eins gemacht. Ja, er hat zwei. Ich aktiviere jetzt Hex Haunted Grounds. Nein, es wird wahrscheinlich Hex Undying oder so sein. Was ist Hex Undying? Wenn du ein Totem machst, was brennt und nicht Hex Undying ist, dann geht's zu einem neuen Totem. Ach, jetzt raff ich's. Stimmt, davor habe ich gehört. Ja, aber nee, das Totem hat schon gebrannt, bevor, Dings war. Okay, es gibt noch oben ein Totem und hier unten zwei. Ich guck, dass ich die zwei hier unten mache. Oben. Mhm. Oben gibt's noch eins, habe ich gesehen, mit Tabs Verdacht. Der Clown ist gerade oben. Das ist gut, ich hatte nämlich gerade Angst, zum anderen Totem zu gehen. Schau kurz. Nee, vielleicht ist er doch nicht oben. Aber ich mache das Totem gerade oben. Ich mache das Totem hier unten. Und wenn das wirklich... Nee, vergiss es. Ich wollte Scheiße labern. So, und dann müssen wir die Generators durchruschen. Ich meine, nötig kann er jetzt keins haben. Es tut mir leid, dass ich so dumm bin.
Warte, ist das ein Fadenkreuz? Wieso sehe ich dich nicht? Ah, doch, da bist du mir aber nein. Seit wann gibt es in DBD ein Fadenkreuz? Ich habe kein Fadenkreuz. Ich hatte gerade ein, als ich vom Clown-Tonikum da getroffen wurde. Da gibt's einfach ein Fadenkreuz. Digga, die Verwirrung war groß. Dich. Ja. Danke. Kann sich die Tür mal entscheiden, ob sie offen oder zu sein will? Nope. Wie hat er uns nicht gesehen? Oh mein Gott! Ich hab's gesehen! Oh mein Gott! Ehrlich gesagt will ich darauf nicht eingehen, weil das schon ein bisschen unglaublich wirkte. Mal sehen, mein Gen dürfte ja noch nicht getreten haben. Ansonsten dahinter ist. Doch, er hat meinen getreten? Krass. Okay. Clownwappen abgeschlossen. Mob ihn doch ein bisschen länger. Nur so. Ich versuche ihn gerade am Ace abzuschnüren. Brauchst du für den Gen? Hälfte. Okay, ich bin gerade beim Ausgang. Guess, ich gehe den Ace holen dann. Und wenn du ihn sterben lässt und nur den Clown ablenkst, ist in Ordnung für mich. Okay. Ach, dann stelle ich ihn mal auf. Killt der Ace nicht gerade? Vielleicht. Ernsthaft? Okay, wollte gerade sagen. Oh Gott, ich bin sowas von dead. Ich gehe zum selben Ausgang, wo du gerade warst. Oh, Safe Hook Rescue. Gerade so noch, oder was? Ja. Was ein Arsch! Hugo! Das ist eine nicht so tolle Situation. Ja, gib Bescheid, welchen Ausgang du machst. Bei dem Ausgang, wo du gerade auch warst, das heißt, ich mach den jetzt auf. Gut, dann. Ich bin hängen geblieben. Und was ist denn. Ich versuch zurückzukommen. Ah! 360. Nein! Hugo! Nein, ich bin so weit gekommen! Und ich kann dich nicht mal retten, weil ich verwundet bin. Alter! Struggle-Punkte so viel wie möglich. Danke. Lenk ihn so lange ab. Was ein Idiot. Alter, ich hab mich gerade echt derbe verschluckt. Oh.
Ich sehe nichts mehr. Ich bin tot. How could this happen to me? Alter, ich schwöre, ich hab mich verschluckt des Jahrhunderts. Hey, zwei Pips. Warum ist der eine disconnected? Ich schwöre, ich hätte überlebt, wenn er nicht disconnected wäre, ne? Ja, hättest du. Ab in die Kommentare, ob ihr der gleichen Meinung seid. Ja, sind sie. Fluch und sterblich. Ein Flut, der die niederträchtigen Mächte bewahrt, die in der Prüfung fließen. Sobald Fluch und sterblich aktiv ist, werden die auch in aller Überlebenden im Umkreis von 2 Meter um ein beliebiges Totem für 4 Sekunden angezeigt. Wird ein anderes Fluchtotem zerstört, wird dieser Fluch auf ein verfügbares, glanzloses Totem übertragen. Alle Zähler gehen dabei verloren. Okay. Boah. Keine Abmord heute, da ich sonst sterbe.